Jo Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute eine neue Location, nämlich mein Esszimmer. Endlich ist es fertig und passend dazu ein neues Gehäuse aus dem Hause Enermax, nämlich das Stamiford SF30, einem klassischen MIDI-Tower für ca. 80 Euro. Das einzig Klassische an dem Gehäuse sind die Abmessungen, eine Höhe von 48 cm, eine Länge von 41,5 und eine Breite von 20,5. Ihr solltet eigentlich alles an Hardware reinpassen, was ihr so verbauen wollt. Ja, genau. Kommen wir als allererstes mal zu den Besonderheiten. Zum einen vier vorinstallierte 120 mm ARGB-Lüfter und ein vorinstallierter ARGB-Stripe. Das Ganze miteinander synchronisiert. Ihr könnt die Lüfter als auch den RGB-Stripe direkt ans Mainboard anstecken, vorausgesetzt ihr habt einen ARGB-Header auf dem Ding. Wenn ihr das nicht habt, Pech gehabt, nee, war ein Spaß. Enermax hat sich hier so gedacht, ja, viele haben noch kein Mainboard mit ARGB-Anschluss und deswegen haben wir hier 10 vorinstallierte Modi, in denen ihr die Lüfter und den RGB-Stripe leuchten lassen könnt, wie ihr das wollt. Was auch ganz besonders daran ist, ist die Formgebung soweit noch nie auf dem Markt gesehen. Diese ovale Form, mir persönlich gefällt sie sehr gut. Zudem, die Ausleuchtung ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und das ist so der absolute Eye-Catcher. Die vorderen Lüfter verstecken sich hinter einem Tempered Glass Frontpanel. Das Ganze eingelassen in Kunststoff. An der Seite finden wir auch nochmal Tempered Glass. Hier nur im oberen Bereich, wie man es aus Fentex kennt. Im unteren Bereich haben wir dann eine Blende aus Stahl. Diese ist allerdings im Gegensatz zu Fentex, zum Beispiel dem P350X, demontierbar. Also wenn ihr euer Netzteil verbaut und eure Kabel verstecken wollt und alles drum und dran, könnt ihr nicht bloß hinten reingreifen, sondern ihr könnt natürlich vorne die Blende abmachen und könnt dann auch nochmal richtig schön hantieren und machen. Was gibt es noch soweit dazu zu sagen? Soweit die eingesetzten Materialien bei dem Case sind sehr gut für den Preis. In der Front finden wir natürlich einen kleinen Anteil Kunststoff. Allerdings ist das zu verzeihen, weil wie gesagt, alleine schon die vier vormontierten Lüfter, die sich hier im Lieferumfang finden, sind definitiv schon in meinen Augen 50, 60 Euro wert. Und ja, dann die 20 Euro Differenz, ja, gehen halt fürs Gehäuse drauf. Der Korpus, soweit, ist komplett aus Stahl. Jetzt nicht das dickste Material, allerdings doch recht verbindungssteif und keine scharfen Kanten überhaupt. Also hinten, ob es hinten am IO-Shield ist oder so, keine scharfen Kanten, wo man sich irgendwie die Finger aufschneidet. Also das passt schon soweit. In der Front schon angedeutet, der Rahmen hier aus Kunststoff, an der Seite Lufteinlässe, wird die Luft angezogen und nach hinten durchs Gehäuse buxiert. Ja, und hier kommt relativ viel an. In der Front noch die Möglichkeit, einen 360 mm Radiator zu verbauen, allerdings nur einen Slim-Radiator, auch nicht Push-Pull. Dafür ist einfach unten im Gehäuse die Aussparung zu klein. Allerdings knallt man sich ja auch in den Gehäuse für 80 Euro definitiv keine Wasserkühlung für 600, 700 Euro rein. Daher kann man da drüber hinwegschauen, das ist nicht so wild. Im oberen Bereich finden wir das Frontpanel, dieses aus Kunststoff, recht großer Powerbutton. Das Ganze natürlich ordentlich verarbeitet. Wir haben zweimal USB 3.0, was vollkommen ausreichend ist. Wir haben den Modi-Schalter für die RGB-Beleuchtung und zudem finden wir noch einmal Klinke-Eingang in Form von 3,5 Zoll für das Mikrofon und Klinke-Ausgang für natürlich euer Headset, damit ihr auch vernünftig daddeln könnt, euer Headset anstecken könnt. Im hinteren Bereich nochmal ein Staubfilter, dieser wird magnetisch gehalten, kennen wir in dem Preissegment. Darunter finden wir eine Aussparung, hier könnt ihr 2x120 oder 2x140 mm Lüfter installieren. Wie es mit Radiatorenfläche aussieht, ist ein bisschen ja, blöd gemacht, weil der Mainboard-Tray ist recht hochgerückt. Somit könnt ihr hier wirklich einen Radiator verbauen mit ein bisschen Gebastel und Rumgemerre wird es vielleicht gehen, allerdings kann ich euch jetzt keine Bestätigung geben, dass man hier ohne Probleme einen 240 mm oder ein 280 mm Radiator verbauen kann. Im hinteren Bereich die Aussparung für das IO-Panel, wie schon erwähnt, sehr schön verarbeitet. Dann noch eine Aussparung für einen 120 mm Lüfter, dieser lässt sich natürlich in der Höhe verschieben. 7 PCI Express Erweiterungsslots, die Blenden sind angeschraubt, müssen hier rausgebrochen werden und im unteren Bereich findet man natürlich noch die Aussparung für das Netzteil. Das Netzteil wird von innen montiert, befindet sich auf Entkopplungspads, also hier braucht ihr auch keine Angst haben, dass hier großartig Vibrationen an das Gehäuse übertragen werden.
Das rechte Seitenteil aus Stahl lässt sich relativ einfach entfernen. Hinten Handrädelschrauben ab und natürlich das Ganze dann nach hinten rausgezogen. Mal sehen, ob es mir jetzt direkt gelingt, weil, ja, jetzt. Genau, die Befestigung etwas ungewöhnlich gemacht. Hier haben wir solche Haltenasen. Wenn ihr das Gehäuse jetzt rumdreht und so weiter, greifen diese Haltenasen richtig rein. Also ihr müsst das schon richtig rum montieren. Durch diese ungewöhnliche Befestigung des Seitenteils haben wir jetzt hier wirklich den Vorteil, dass wir relativ viel Stauraum für Kabel haben in dem Preissegment. Wir haben eine Tiefe von ca. 2,5 bis 2,8 cm, je nachdem, wo man die Kabel halt anbringt. Im unteren Bereich die Möglichkeit, ein Netzteil zu montieren, ATX, mit einer Länge maximal, sage ich mal, 18 cm, weil ein bisschen Platz braucht man ja auch noch für das ganze Kabelwirrwarr. Dann können wir SSDs montieren, 1, 2, 3, ein mitgelieferter Schlitten, 4. 4 SSDs können wir montieren, des Weiteren im unteren Bereich können wir noch zweimal HDDs in Form von 3,5 Zoll montieren. Hier ist auch mitgeliefertes Entkopplungsmaterial dabei. Zudem finden wir jetzt hier auch noch im hinteren Bereich die Steuereinheit für die ARGB-Lüfter. Hier kann man noch zusätzlich zwei weitere anschließen. Also wir können dann insgesamt 6 ARGB-Stripes anschließen und das Ganze über das Mainboard ansteuern oder halt über den Modi-Schalter, der sich oben auf dem Gehäuse befindet. Was haben wir jetzt noch? Wir haben zum einen Kabel komplett in Schwarz gehalten für das Frontpanel und für alle anderen Geschichten. Also das passt schon mal sehr gut. Wir haben sogar die Kabelenden in Schwarz. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt hier die Molex-Anschlüsse für die 4 Lüfter. Ja, viele werden sich jetzt so denken, warum kein PWM? Das hat natürlich Kostengründe, aber ich bin schon mal sehr froh darüber, dass sie hier Molex anstatt SATA verbauen, weil hier hat man jetzt einfach noch die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, 12 Volt ist mir zu laut. Mir reichen zum Beispiel 7 Volt von der Lautstärke her und vom Luftdurchsatz und man macht jetzt hier einfach nochmal einen Adapter dazwischen von 12 auf 7 Volt und dann hat man wirklich sehr, sehr leise Lüfter und man braucht sich da keinen Kopf machen. Die Kabeldurchführungen zum Innenraum des Gehäuses sind ausreichend groß dimensioniert, natürlich auch wieder keine scharfen Kanten. Hier an den richtigen Stellen angeordnet, in dem Fall hier für 24 Pin zum Mainboard und so weiter und so fort. Im unteren Bereich finden wir nochmal eine Durchführung zur Grafikkarte. Was ich natürlich jetzt hier richtig gut finde, ist diese wirklich große Öffnung für die Backplate vom CPU-Kühler, weil wie ich schon in meinen vielen anderen Tests immer mit so andeute und so sage, wenn diese Durchführung zu klein ist und man will nachträglich, nachdem man das Mainboard verbaut hat, den Kühler wechseln oder einen Kühler installieren und dann ist die Backplate von dem Kühler zu groß, dann fängt man hier wieder an rumzuhantieren und das Netz und das Mainboard rauszumachen. Also das ist definitiv hier schön gelöst. Finde ich cool. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen vermisse hier im hinteren Bereich, sind so diverse Zoopunkte für die ganzen Kabel. Also hier muss man sich wirklich Gedanken machen, wo man die Kabel langführt, damit man sie vom Innenraum aus nicht wirklich sieht. Kommen wir jetzt noch zum Innenraum. Die 4 Handrädelschrauben beim Tempered Glass Seitenteil gelöst. Im unteren Bereich finden wir natürlich den LED-Stripe, dieser sehr schick gemacht, gefällt mir wirklich gut. Die Netzteilabdeckung mit der dementsprechenden Durchführung, das Ganze lässt sich auch nicht wirklich durchbiegen, also von den eingesetzten Materialien her ist es wirklich sehr gut. Wir haben die Möglichkeit ATX-Mainboards zu verbauen und natürlich im rechten Bereich noch SSDs, noch Radiator, wie schon angedeutet. Wir können CPU-Kühler mit bis zu einer Höhe von ca. 20 cm verbauen. Das sollte für die meisten gängigen auch vollkommen ausreichend sein. Wir können Grafikkarten mit bis zu einer Länge von ca. 39 cm verbauen. Das reicht auch schon zu. Ja, und was ich jetzt definitiv noch sagen muss und was mir als allererstes sehr positiv ins Auge gestochen ist, das sind so kleine Sachen wie zum Beispiel hier sind gleich die Verschraubung, die Abstandshalter für das Mainboard vormontiert, also kein lästiges Friemeln oder Rumspielen. Gucken wir uns jetzt noch eine ganz kleine Besonderheit an, bevor wir zum Fazit kommen, die Lüfter von hinten. Meistens hat man 3-4 Stege, die dann von außen vom Rahmen in zum Motor gehen. Hier ist das nicht der Fall. Hier hat man sich so gedacht, man macht jetzt hier auch nochmal so wie so eine Art Lüfterdesign, um den Motor zu halten. Was mir persönlich auffällt, ist, wenn ich so durchgucke, man denkt überhaupt nicht, dass die Lüfter laufen. Also man denkt, die sind aus durch dieses Design. Also das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und meistens hat man ja den Effekt, dass die Lüfter von innen immer scheiße aussehen. Hier sieht es wirklich ganz cool aus und ist echt super gelöst.
Ja, kommen wir noch zu einem kleinen Fazit. Enermax hat hier definitiv mit dem Steriford SF30 was sehr Schönes auf den Markt geworfen, vor allen Dingen für einen günstigen Preis. Wer ein rundum sorglos Paket sucht, mit 4 anständigen Lüftern, mit einer ordentlichen RGB-Beleuchtung, mit Tempered Glass Seitenteilen und dabei wirklich sich im klassischen Midi-Tower-Raum bewegen will, der kann sich das Ding definitiv angucken und auch zulegen, weil, wie gesagt, also an sich schon alleine die Lüfter sind bestimmt 50, 60 Euro rein theoretisch wert, wenn man sie sich so einzeln kaufen würde. Die LED-Beleuchtung ist wirklich geil gemacht und auch die Formgebung von der LED-Beleuchtung ist mal sehr, sehr außergewöhnlich und ein absoluter Eye-Catcher. Zudem kriegen wir noch Tempered Glass und in der Front, an der Seite doch recht gut eingesetzte Materialien. Einziges, was mir jetzt nicht ganz so gefällt, ist in der Front der Kunststoff. Allerdings finden wir das auch bei anderen Gehäusen in dem Preissegment, ob es jetzt das Level 20 MT ist, da haben wir auch bloß Kunststoff in der Front. Natürlich, es wirkt ein bisschen hochwertiger dadurch, dass das silbern lackiert ist, aber ansonsten machen die auch nichts anders. Und wie gesagt, das ist wirklich zu verzeihen. Und mein nächster kleiner Kritikpunkt, das ist die Kabelverzogen hinten hinter dem Mainboard Tray, aber das geht auch zu verzeihen, weil wie gesagt, wenn man das Ding angeschlossen hat und aufgebaut hat und dann diese coolen Lüfter sieht, da kann man über solche Kleinigkeiten hinweg gucken. Wenn mein Video jetzt soweit gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, kommentiert das Ganze und natürlich über ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.